Ja, und hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Seit langem wieder mal mit eurem lieben Holy Beard. Wahnsinnig schön wieder für euch da zu sein. Hier mal auf YouTube, mal ein bisschen rüberschwenken von Twitch auf YouTube. Ist eh so selten, dass ich hier mal auf YouTube irgendwas mache, ja. Es ist auch total ungewohnt, wieder was auf YouTube zu machen, weil eigentlich wollte ich gerade so schauen. Moment mal, hallöchen, willkommen bei einem weiteren Livestream. Wen haben wir denn heute da? Welche Zuschauer, wer von der Community ist heute schon da? Ja, blöd. Ja, es ist ja ein YouTube-Video, ist ja keiner hier da im Moment, ne? Muss ich wieder umgewöhnen, YouTube-Videos zu machen. Es ist einfach total ungewohnt, hier jetzt einen Vlog zu drehen. Ich habe schon so wahnsinnig lange keins mehr gemacht, Leute. Aber egal, das Thema streichen wir jetzt. Wir kommen gleich zum nächsten Thema, nämlich das ist, ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch bedanken an alle, die am Samstag da waren, ja. Es war Samstag so viel los. Funk hat uns gehostet, dann kam auch noch Edris mit seinem Raid, hat uns gehostet. Wir haben unseren neuen Rekord geschafft, Leute, wir waren 300 Leute im Stream. 300 Leute waren wir im Stream und ich konnte es echt nicht fassen, Leute, es waren so viele Leute da, ja. Es ist, man kann das positiv auffassen, diese 300 Leute, und auch negativ, ja. Für mich freut es wahnsinnig, dass mir so viele mal zugeschaut haben. Wahnsinn, sowas kommt einfach nicht immer vor, ja. Ich meine, das Funk auch noch dazu, der liebe Funk, ja, mein Vorbild, mich gehostet hat und auch noch dabei war kurz im Stream. Es war ein hammergeiles Gefühl, ja. Und natürlich ohne euch hätten wir auch nie diese 300 Leute geschafft und deshalb ein großes, großes Dankeschön dafür, für eure Unterstützung, dass sie, für jeden, der da war, es war einfach ein Wahnsinn. Jetzt halt die negative Seite ist halt, der Chat geht da natürlich viel mehr, ja. Und ihr wisst es, dass ich jeden Einzelnen von euch es recht machen will, ja. Wie soll ich das am besten sagen? Ich möchte einfach jeden von euch vorlesen. Ich möchte jeden von euch lesen, jeden von euch erwähnen, jeden von euch einfach begrüßen, der jetzt neu dazugekommen ist, ja. Ich habe zum ersten Mal, wie soll ich das jetzt am besten sagen? Zum ersten Mal am Samstag, es war ja für mich eine neue Erfahrung. Wir hatten noch nie so viele Leute im Stream. Für mich war das eine erste Erfahrung, wie es denn ist, wenn man wirklich so viele Leute, so viele wahnsinnig geile Leute in der Community im Chat hat, ja. Und ich habe dann so überlegt, das geht eigentlich gar nicht, ja. Es geht nicht immer, wenn wirklich so viele Leute da sind, dass man da alles liest. Der Chat ging wirklich schnell, ja. Und dass man da alles vorliest und jeden begrüßt, der dazukommt, ja. Ich fühlte mich überfordert. Ich fühlte mich etwas überfordert, vor allem weil einfach, wir kamen von 50 bis 70, wir haben ja 50 bis 70 konstante Leute in unserem Stream in der Community und auf einmal von 50, 70 auf 300, ja, das war, das ist ein Riesensprung, ja, also ich sage jetzt nicht, dass Funk, wieso hast du mich gehostet, ich hasse dich dafür, nein Funk, wahnsinnig geil, dass du das gemacht hast, ein großes Dankeschön dafür, ja, nur, also ein großes Dankeschön an Funk, weil ich glaube nicht, dass er dieses Video anschauen wird, weil Funk ist ja und ich bin nee, auf jeden Fall, Funk, wir bedanken uns bei Funk, wahnsinnig geil, dass er das gemacht hat, nur dieser riesengroße Sprung von 50, 70 aus der Community auf 300 Community, wow, das war wahnsinnig, das war irgendwie für mich etwas schon zu viel. Ich finde es geil, dass so viele da sind, hammergeil, ja. Nur ich fühle schon langsam, dass unsere Community wächst. Unsere Community wächst und ihr merkt es wahrscheinlich auch, ja, dass von Stream zu Stream wir wachsen, ja. So wie meine Barthaare, die wachsen auch immer. und genauso wachsen wir auch, ja. Und ich glaube, ihr merkt es auch schon mittlerweile, dass es vom Chat her auch immer schwerer wird für mich mitzukommen, ja. Ich möchte mich deshalb für den Samstag bei euch entschuldigen, für diejenigen, die ich nicht vorgelesen habe, für diejenigen, die ich übersehen habe, die neu dazugekommen sind, ja. Ihr wisst, dass ihr mir wahnsinnig am Herz liegt, jeder einzelne von euch, das wisst ihr. Ich kann euch noch erinnern mit damals mit Timo, ja, wie ich danach geweint habe wegen Timo, ja, aber er ist Gott sei Dank wieder da, ja. Ich hänge da an jedem Einzelnen und wenn einer geht, dann bin ich traurig. Es ist einfach so, ihr hängt mir alle am Herzen und ich bin für alle wahnsinnig gerne da. Ihr glaubt es gar nicht, wie sehr. Auch wenn ihr mir so anschreibt über Steam, ich schreibe euch zurück, PNs, Twitch, Facebook. Ich bin immer für euch da. Auch TS natürlich, ja, TS seit neuestem bin ich auch für euch da. Ich möchte, dass keiner zu kurz kommt. Und leider dadurch, dass wir wachsen, wird es jetzt immer schwerer, ja. Und ich möchte einfach nicht, dass ihr mir da böse seid. Wie gesagt, dieses Copy and Paste zählt ja noch. Das könnt ihr noch, wenn ich euch überlese, könnt ihr noch mal schreiben. Alles könnt ihr natürlich machen.
Oder ich werde auch mal in Zukunft ein bisschen irgendwie anders regeln. Irgendwie, keine Ahnung, dass mir Ulti und Zeruzu oder meine süße Daikiri mir wirklich gezielt auf den Chat schauen, dass Ulti und Zeruzu zum Beispiel dann in Zukunft, dass ich ihnen sage, dass sie nicht mehr so viel zocken sollen während des Streams. Was mich nicht, mich stört das nicht. Okay, Ulti, Zeruzu, mich stört das nicht, wenn ihr nebenbei was macht, überhaupt nicht, ja. Nur halt, wenn es wirklich dann mehr wird, dann würde ich auch gerne bitten, dass ihr ab und zu nicht so viel, wie soll ich sagen, nicht so viel zockt. Aber das können wir dann natürlich später abklären, dass ihr mir dann immer sagen könnt, keine Ahnung, mich anstupst oder so, mich sofort anstupst. Hey, Holy, der und der ist da, der und der ist da. Natürlich wird das, wenn wir dann wirklich, wirklich groß werden, ja. Wenn es irgendwann mal soweit ist, ja. Dass wir wahnsinnig groß werden, ja. Dann wird das natürlich auch sehr schwer. Also, aber mittlerweile, wenn ich mich angeschubst werde, der und der ist da und ich begrüße euch, dann wird's richtig, dann wird's, glaube ich, besser. Aber das war wirklich am Samstag, boah, ich kam so richtig in Schwitzen, Leute. Ich fühlte mich machtlos. Ich fühlte mich echt machtlos, den Chat nachzukommen, alles vorzulesen, jeden zu begrüßen. Ich habe schon gemerkt, einige haben geschrieben, holy, ich bin da und so weiter und hast mich noch nicht begrüßt und so. Es ging bam, 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 bam. Mein Herz hat wehgetan, dass ich nicht jeden begrüßt habe können und nicht jeden habe vorlesen können, was sie gefragt und geschrieben haben, ja. Ich war zum ersten Mal in so einer Situation, wo ich dachte, oh wow, ich habe die ganze Zeit gelabert mit, ja, ich bin immer, ich lese alles vor, ich begrüße jeden Einzelnen und so weiter, aber jetzt wird es einfach immer schwerer. Es wird leider immer schwerer und ich hoffe einfach, dass ihr dafür Verständnis habt und ihr jetzt nicht sagt, hey, der Holy, der liest mich gar nicht mehr vor, ich habe keinen Bock mehr auf ihn, ich gehe weg von ihm, der ist ein Arschloch. Er hat immer gesagt, der liest mich vor, aber ich komme jetzt nicht mehr, der liest mich gar nicht mehr vor. Ich hoffe nicht, dass ihr so denkt, denn ihr wisst, was für ein Mensch ich bin. Ihr wisst es und ich habe euch einfach alle so lieb und es tut mir einfach weh, wenn jemand weggeht. Ja, und deshalb möchte ich einfach nur, dass jeder einfach, wie soll ich sagen, ich sage nicht, wenn ihr wirklich, wirklich, wenn ihr seht, ich wachse und ihr denkt euch, ah, okay, er liest nicht mehr so oft den Chat. Ich lese oft den Chat, ich werde den Chat oft lesen, ich werde oft begrüßen, ich werde jeden begrüßen, versuchen. Aber wenn ihr dann merkt, dass ihr wirklich fast nie vorgelesen werdet, dann kann ich es verstehen. Dann kann ich echt verstehen, dass ihr dann keine Lust mehr habt, in der Beard-Community zu sein und dann wegzugehen. Das verstehe ich voll und ganz. Also, außer ihr schreibt mich dann an, ihr könnt mich ja dann ruhig mal anschreiben, dass ich dann mehr auf euch dann schaue. Könnt ihr ruhig machen, ja. Ich möchte einfach keinen verlieren. Um das will ich hier eigentlich reden, darum. Ich habe heute noch einige Themen in diesem Vlog, also freut euch schon mal auf ein paar andere Themen auch. Und ja, aber das wollte ich einfach loswerden, dass es mir jetzt am Samstag wahnsinnig leid tut, dass ich vieles überlesen habe, vieles nicht gelesen habe. Ja, es tut mir einfach wahnsinnig leid. Wirklich, Leute, es tut mir wahnsinnig leid. Und ihr wisst, wie gerne ich für euch da bin. Ihr wisst es einfach. Und ich möchte einfach mit diesem Vlog einfach nur sagen, dass es mir leid tut. Und Sorry dafür, wirklich am Samstag. Ja, ich denke, ich schließe mal mit dem Thema einfach mal ab und ich hoffe einfach, dass mir keiner vom Samstag böse ist irgendwie. Ich hoffe es wirklich, Leute, ich hoffe es. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich euch lieb habe. Ich habe euch so wahnsinnig lieb, Leute, wirklich. Total. Es ist aber alle wahnsinnig viel wert. Es ist so. Das sage ich so, wie es ist. Ja, meine Lieben, dann kommen wir einfach mal schon mal zum nächsten Thema, nämlich, wie schaut denn der Streamplan diese Woche auch aus, für alle, die jetzt am Samstag nicht dabei waren. Diese Woche gibt es Streams morgen, sprich Dienstag, der 23. Und am Samstag, der 27. An diesen zwei Tagen gibt es Streams. Morgen starte ich um 14.30 Uhr. 14.30 Uhr bin ich schon für euch da. 14 Uhr wird der Stream gestartet. 14 Uhr Stream startet. 14.30 bin ich für euch da. Gute Gestik, ne? Und um 14.30 werde ich für euch da sein. 14 Uhr mit Retro-Musik start. Musik. Und dann um 14.30 bin ich für euch da. Bis 22 Uhr. Weil meine Süße muss am 24. arbeiten. Das heißt, wir müssen früher aufstehen. Das heißt, bis 22 Uhr. Circa 22 Uhr wird der Stream gehen. Und am Samstag natürlich Open End von 15 Uhr weg. Bis Open End, meine lieben Freunde, werden wir dann streamen. Das heißt, es wird so eingehen, solange ich, oder bis ich müde werde, so wie Samstag. Bis Samstag war ich echt schon so müde, Leute. Ich musste einfach aufgehen, weil ich hab's nicht mehr so richtig geschafft. Ich war schon fast am Einpennen, ja. Nach Damned. Ah, aber der Stream war hammergeil und dafür bedanke ich mich bei jedem Einzelnen von euch. Hammergeil, ich danke euch von ganzem Herzen. Mein Handy hat gerade geklingelt, ich hoffe, das hat man nicht so stark gehört. Nächstes Thema, was soll ich sagen, genau, die Gewinnspiele. Leute, es gibt noch so viele Games, was ihr gewinnen könnt. Und zwar, ihr könnt gewinnen noch 32 Spiele. Leute, ihr könnt noch 32 Spiele gewinnen. Es gibt 32 Spiele zum Verlosen. Diese gibt es morgen, eine Hälfte morgen, die andere Hälfte am Samstag. Das heißt 16, 16. Ich probiere, wobei das
wird nicht ganz funktionieren, weil morgen geht der Stream nicht so lange. Gut, wir machen einfach, ja, am Samstag mehr. Morgen wird er weniger verlost, weil einfach die Zeit knapp wird, ja. Aber bis Samstag werden wir diese Spiele los. Außer jetzt kommt wieder morgen irgendwelche Spenden von Games. Das kann man nie wissen in dieser Community, weil ihr seid alle so wahnsinnige Menschen. Das kann sein, dass morgen wieder was dazukommt. Aber ich hoffe, beziehungsweise ich habe vor, am Samstag, den 27.12. mit der Verlosung fertig zu werden. Ich hoffe, ich werde das bis dorthin schaffen, Leute. Und wenn nicht, dann machen wir es beim nächsten Stream weiter und so weiter. Also, es ist dann wie an jeder Tag ein Weihnachtsstream, ja. Dieses Vlog mache ich übrigens auch noch, um euch wegen Weihnachten mache ich dieses Vlog auch noch an diejenigen, die jetzt morgen ist ja der 23., das ist schon ein Tag vor Weihnachten, diejenigen, die morgen nicht dabei sein können, ja, diejenigen, die morgen einfach keine Zeit haben, weil sie schon wohin fahren, Familie, Verwandte, Freunde, wegen Weihnachten, ja, denen wünsche ich frohe Weihnachten und ich hoffe, man sieht sich dann nach Weihnachten wieder und schöne Geschenke, genießt die Zeit mit euren Verwandten, mit eurer Familie, euren Eltern, euren Freunden, euren Haustieren, egal was, ja, genießt diese Zeit wieder mal, so wie jedes Jahr und, na okay, jedes Jahr Weihnachten, ich glaube nicht, jedes Jahr Weihnachten kann man nicht immer genießen, es gibt immer mal tiefe Punkte und es gibt Höhepunkte, tiefe Punkte natürlich, beziehungsweise Tiefen, jeder hat das, denke ich mal, aber ich hoffe einfach nur, dass ihr jetzt diese Woche, dieses Jahr jetzt ein wunderschönes Weihnachtsfest habt und das wünsche ich euch von ganzem Herzen und ich bedanke mich auch für die ganze Unterstützung, die ihr mir bis jetzt gegeben habt und so und wie gesagt, wenn ihr morgen nicht da seid, nehmt diesen Gruß oder diesen, dieses schöne Reden, diesen Wunsch. Ihr wisst, was ich meine. Einfach nur, nehmt es einfach an, frohes Fest für euch und genießt die Zeit und frohe Weihnachten an euch für diejenigen, die morgen nicht da sein werden. Wenn ihr morgen dabei seid, ignoriert alles, was ich gerade gesagt habe, denn ich werde es morgen im Stream beim Ende auch noch erwähnen. Frohe Weihnachten. Also ja, gut, das war dieses Thema. Was wollte ich denn noch sagen, Leute? Ich habe noch irgendwas. Ja, Spiele gibt's zu gewinnen. Dann das mit dem Stream am Samstag, habe ich erwähnt. Was habe ich noch? Streamplan ist da. Oh, genau. Ja, genau. Oh, Leute, ich bin... ich habe da eine Bewerbung. Nicht eine Bewerbung. Einfach halt nur angefragt. Ja, das war keine Bewerbung. Das war einfach nur eine Anfrage. Ich bin jetzt ein Partner von MMOGA. Ich bin jetzt... offizieller Partner von MMOGA, was mich wahnsinnig freut, weil ihr, wenn ihr MMOGA kennt oder nicht kennt, das ist eine wahnsinnig bekannte Seite, das ist wahnsinnig die vertrauenswürdigste Key, also wo ihr Spiele einkaufen könnt und ihr Keys bekommt zum Einlösen auf Steam, auf dem 3DS gibt's auch, habe ich gesehen, das ist hammergeil, ja. Bin ich Partner geworden, das heißt, Leute, viele haben mich nämlich schon gefragt, holy, kann man dich auch irgendwo anders unterstützen, irgendwie so, wenn man Spiele kauft und so, dass man dich da ein bisschen unterstützt. Ja, jetzt könnt ihr es, Leute, ich bin jetzt Partner bei MMOGA, ich werde den Link, den Banner, ich habe es noch nicht gemacht, ich habe erst heute erfahren, dass ich da Partner bin, aber auf jeden Fall, ich werde heute den Link irgendwie einbauen auf Twitch, dass er morgen schon steht und in die Beschreibung unten, also hier jetzt in der YouTube-Beschreibung unten ist der Link auch dahin, wenn ihr auf diesen Link klickt, seid ihr auf MMOGA und könnt direkt schon Spiele kaufen, Keys kaufen und so weiter und unterstützt mich. Das heißt, Leute, diejenigen, die nicht spenden können oder wollen oder mir kein Spiel spenden, die können über diesen Link bei MMOGA Keys kaufen und mich auch so unterstützen, ja. Also da gibt es auch wahnsinnig geile Angebote bei MMOGA. Also ich bin selber so blöd, ich habe die ganze Zeit über Steam eingekauft, ja. Und da ist meistens kostet es mehr wie auf MMOGA, ja. Also ich habe das erst vor kurzem im Test von Azi, Dom der Doktor, noch von anderen erfahren, Genev glaube ich auch, dass man bei MMOGA teilweise zu 60-70% günstiger Spiele kaufen kann, wie direkt bei Steam. Also deshalb empfehle ich euch, ihr kriegt da wahnsinnig gute Preise, coole Angebote und ihr unterstützt auch mich nebenbei. Wenn ihr wollt, ist es natürlich freiwillig, Leute. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr so ohne meinen Partnerlink bei MMOGA einkaufen wollt, dann könnt ihr es ruhig machen. Ist doch kein Problem, stört mich überhaupt nicht. Ja, also ich sage einfach dazu, wenn ihr Spiele kauft und mich auch nebenbei unterstützen wollt, ihr zahlt dafür keinen Cent mehr, dann beim Partnerlink bei mir ist in der Beschreibung unten drin. Wenn ihr wollt natürlich, könnt ihr mich da nebenbei auch natürlich unterstützen. Das war das, was ich eigentlich alles sagen wollte. Das waren eigentlich diese wichtigen Themen. Entschuldigung, alles. Das war's, glaube ich, eigentlich. Und ja, und ich bedanke mich nochmal bei allen, jeden einzelnen von euch. Ein großes Dankeschön für alles, für eure Unterstützung und alles. Ihr glaubt gar nicht, wie viel mir das bedeutet, ja? Ihr glaubt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Das ist einfach hammergeil, dass ihr für mich da seid.
Es ist einfach wunderschön, dass ihr für mich da seid und ich fühle mich einfach wie in einer zweiten Familie. Ist es für mich... Alles okay? Das war nur das Gläschen, war knapp. Ist es für mich wie eine zweite Familie und das schätze ich einfach sehr. Diese Wärme, ja, also die ihr mir gebt, hört sich ein bisschen pervers an, aber es ist einfach so, ja. Ist jeder einzelne von euch ist mir einfach wahnsinnig viel wert und das sollt ihr wissen. Und ich denke, die meisten von euch wissen, also die länger schon meine Streams schauen, die wissen es, dass jeder einzelne mir wahnsinnig viel bedeutet, ja. Und ich hoffe, ihr wisst es auch, dass ihr einfach wahnsinnig geile Leute seid. Und ich war einfach wahnsinnig froh, bin euch zu haben. Jeder einzelne von euch, wirklich. Ich möchte jetzt keinen direkt ansprechen, weil jeder einzelne von euch gemeint ist, ja. Und somit wünsche ich, wie gesagt, die morgen nicht da sind, frohe Weihnachten. Schöne Geschenke, genießt es mit den Verwandten. Gutes Essen natürlich! Oh, das gute Essen, das ist zu Weihnachten ja immer wahnsinnig geil. Da gibt es immer so spezielle Sachen bei den Eltern, bei den Verwandten und so weiter und bei Freunden. Auf jeden Fall, genießt die Zeit, Leute. Und ja, bis am Samstag, falls ihr da Zeit habt. Und diejenigen, die morgen da sind, bis morgen im Stream, meine lieben Freunde. Am 23. um 14.30 Uhr bin ich wirklich da. Verlosen wir die nächsten Spieler und spielen ein paar Games. Und schauen, was wir noch miteinander labern können, noch vor Weihnachten. Ich werde den morgigen Streamtag mit euch mehr genießen, natürlich. Weil es einfach der Tag vor Weihnachten ist. Und ich hoffe einfach, dass ihr vorbeischaut. Wenn ihr Zeit habt, natürlich, ja. Und ja, diejenigen, die nicht da sind, frohe Weihnachten, wie schon erwähnt. Und ansonsten, bis am Samstag, Leute. Also, haut rein, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag, auch wenn Montag nicht immer schön ist. Wobei, diese Woche ist ja Weihnachten, man soll das positiv sehen, also ist das jetzt, denke ich mal, nicht so negativ. Also, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Abend. Naja, Nachmittag, Tag, schönen Montag. Also, Leute, haut rein, euer lieber Holybeard, dieses Over and Out hier auf YouTube und danke für den Einzelnen und ciao, meine lieben Freunde. Ich hab euch lieb. Tschüss. Tschüss, meine lieben Freunde. Wenn ihr was braucht, Kommentare unten sind aktiviert. Ihr könnt schreiben, Leute. Und ich beantworte euch natürlich hier auch auf YouTube. Natürlich, ich vergesse YouTube nicht. Keine Sorge. Ich bin auch für die Leute, die jetzt nur auf YouTube hier aktiv sind, auch. Schau ich, dass ich ein bisschen auch da bin. Also, Leute. Ciao, meine lieben Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.